Hallo und herzlich willkommen zur Folge 16 des IDI-Podcasts, des Podcasts des Instituts für dumme Ideen. Heute wieder mit Jan und Julia. Moin. Wir freuen uns, dass ihr da seid und dass wir da sind. Ja, wir sitzen hier wieder bei Nebel. Der durch die Teetasse kommt und auch bei Nebel draußen. Also ein herbstlicher Tag, Donnerstag, den wir uns wieder vorgenommen haben, um heute mal darüber zu sprechen. Ich fange nochmal anders an, das war jetzt so gar nicht so gut, weil ich überlegen musste, worüber wir überhaupt reden heute. Ich habe auch kurz gedacht, wie eindrucksvoll möchtest du jetzt da hinleiten? Das war, ich gehe nochmal anders um. Wir haben letztes Mal darüber geredet, dass, und auch schon öfter darüber geredet, dass wir neue Kursformate machen. Und zu Recht kam bei dir gestern die Frage auf, wie dumm ist das eigentlich, sich immer wieder in neue Themen einarbeiten zu müssen? Jo. Und die Frage kommt tatsächlich von einem Freund. Nee, also jetzt nicht akut, aber es ist ja schon was, mit was wir zwischendurch mal konfrontiert sind. Also das sind schon ja Gespräche, die zwischendurch mal stattfinden, dass uns Leute fragen, ja, und was ist jetzt eure Expertise dabei? Ja. Das stimmt. Und die das, glaube ich, auch manchmal ein bisschen kritisch sehen, würde ich denken. Also ich habe das ist schon ganz lange her, aber da habe ich irgendwann mal mit jemandem über unsere Filmkurse gesprochen und da hat die Person zu mir gesagt, die meinte das wirklich ernst, das war nicht irgendwie jetzt satirisch oder so gemeint, ironisch ist das Wort, was ich sagen wollte, die hat gesagt, ja ach so, ich wusste gar nicht, dass du auch was mit Filmdesign gemacht hast. Ja. Also tatsächlich, also ist, glaube ich, auch im Studium Fundamentale diskutiert worden. Also sind wir kompetent genug, über Filme zu diskutieren? Also wir beide jetzt. Wir in Person. Ja, also ja. Also du und ich. Ja. Und das wurde auch an mich herangetragen, ob wir uns denn dafür kompetent genug fühlen. Und da habe ich gesagt, nein. Also und ist ja auch nicht unser, also wir reden ja auch nicht über Filme. Nee. Also ich rede jetzt nicht darüber, mit was für einer Blende, Beleuchtung, künstlerischen Attitüde was gemacht wurde. Ich glaube, über die Aussagekraft von Filmen zu diskutieren, da sind wir schon tatsächlich kompetent für. Ja, und auch ja einfach auf einer Ebene darüber zu sprechen, was das mit uns als Personen macht. Weil das sind wir ja am Ende alle. Und da würde ich sagen, ist jeder von uns kompetent. Absolut. Da gibt es ja dann am Ende auch kein richtig und falsch. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Aber zurück zu der Kernfrage. Ist es jetzt also eine dumme Idee, sich immer wieder neue Themen einzuarbeiten? Und ich würde als erstes ja schon mal vehement sagen, nein. Weil es ja, also es ist eine gute dumme Idee. Es ist ein Ja vielleicht auch für die dumme Idee, aber als positiv gerichtet, weil es ja auch zumindest meinem Streben nach Wissen folgt. Also auf so einer übergeordneten Ebene würde ich auch immer sagen, also es gibt nichts Besseres, als sich immer wieder in neue Themen einarbeiten zu dürfen. Aus der Routine auszubrechen und wieder lernende Person zu sein, was man ja ist, wenn man sich irgendwo einarbeitet. Aus der Ebene, die du mit unseren Kursen ansprichst, würde ich sagen, oft kommt ja die dumme Idee von mir und oft sind es dann dumme Ideen aus Bereichen, wo ich mich vorher schon eingearbeitet habe oder reingelebt habe und dann erstmal denke, ich muss mich gar nicht mehr groß einarbeiten, weil läuft ja schon. Und dann allerdings merke, oh nee, ist doch noch. Aber macht Spaß, also weil ich dann in was drin bin, was ich vorher schon ganz viel gemacht habe und das aus einem neuen Blickwinkel nochmal kennenlerne. Genau, also ich glaube, was man auf jeden Fall sagen muss,
dazu, um das so ein bisschen vielleicht auch ja jetzt nicht zu beschönigen, ist es ja schon Arbeit, die dahinter steckt. Ne? Also es ist ja schon so, dass wenn man sich dann neu in so einen Themenkomplex einarbeitet, dann ist das nicht damit getan, dass man jetzt irgendwie eine Übersichtsarbeit liest und dann ist man fertig damit, sondern wir sind ja dann schon auch gerade in unseren Kursen immer wieder auch ja darauf angewiesen, dass wir am Ende auch eine Moderation leiten können. Und dafür muss man ja vielleicht so Leitfragen, die sich mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen, schon im Kopf haben. Also vielleicht bedeutet das bei dir weniger reinarbeiten, weil dich die Themen mehr berühren. Aber also wenn ich jetzt zum Beispiel demnächst über Fantasy-Filme spreche, dann muss ich schon noch mal ein bisschen investieren. Ja, also ich investiere auch Zeit rein und teilweise auch eine ganze Menge, aber es kommt mir nie vor wie Arbeit. Also es ist schon, also man muss jede Woche einen Film gucken. Das ist eigentlich die größte Herausforderung. Also, das stimmt. Also jetzt gar nicht, dass ich da keinen Bock drauf habe, Filme zu gucken. Also jetzt mal gucken, wenn es jetzt lauter Harry Potter Filme sind, ist es vielleicht dann auch tatsächlich eine Herausforderung für mich. Aber das zeitlich irgendwo unterzubringen? Ja. Und ich möchte kurz sagen, das habe ich mir nicht so schwierig vorgestellt. Nee, ne? Nee, also ich habe auch gedacht, das ist ja total geil, guckst einen Film und so und fühlt sich, also oder gilt als Arbeit, aber das irgendwo dann nochmal unterzubringen, ist schon knackig. Ja, vor allem manche Filme sind ja auch wirklich lang. Ne? Also das ist ja dann, sind dann nicht so die 90 Minuten, die man eigentlich denkt, sind wir oft über die 120 drüber. Das stimmt. Und sie haben auch teilweise Längen. Ja. Also je älter so ein Film ist, somit mehr Muße wurde er auch gedreht. Und dann muss ich tatsächlich, also wir haben ja auch viele Filme, die sind quasi Neuauflagen von älteren Filmen. Und da gucke ich oft in die alte Version auch noch. Ja, ich bin kurz hängen geblieben dabei, ob man das auf Menschen auch beziehen könnte. Ob Menschen, die älter sind, auch Längen haben. Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Ich bin noch unsicher. Ich weiß nicht, ob ich eine ehrliche Antwort geben kann. Auf jeden Fall. Ich glaube schon. Ja, danke. Ja, ist so. Ja. Ja, genau. Also das ist erstmal die Herausforderung, den Film unterzubringen und das zu gucken. Und dann, und das ist für, also ich bin ja, es ist ja viel in meinem Kopf, aber es muss dann auf Papier, damit ich das abrufen kann. Und das heißt, ich sitze dann wirklich manchmal da mit Stift und Papier, während ich den Film gucke. Und das ist dann, es fühlt sich schon für mich ein bisschen nach Arbeit an, muss ich sagen. Das habe ich tatsächlich am Anfang auch gemacht. Also ich habe es ins Handy reingeschrieben. Nicht so wie du Boomer auf Papier. Ja, genau. Aber das habe ich zum Schluss, also wie ich dann so eine Routine drin hatte und gemerkt habe, nee, das kommt in der Diskussion wieder. Du kannst dich darauf verlassen, dass es dir einfällt. Habe ich damit aufgehört während des Filmguckens. Ich habe angefangen, mir dann Sachen wieder am Handy aufzuschreiben während der Diskussion. Mhm. Also, um dann nicht alle zu unterbrechen, weil ich eine Idee habe, mir dann die Idee dann irgendwie wieder aufgeschrieben. Und was ich viel tue, ist tatsächlich irgendwie nach Publikationen suchen. Und das ist aber, also das braucht schon auch eine gewisse Zeit. Das fühlt sich aber null an wie Arbeit, sondern das ist wirklich, also das fasziniert mich, in was für wissenschaftlichen Kontexten dann mit Science-Fiction-Filmen oder Fantasy-Filmen oder sowas gearbeitet wird. Das ist tatsächlich so eine bunte neue Welt, die sich dann da auftut. Und das ist eher so ein neugieriges durch Schlaraffenland schreiten. Also manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend, weil man wenig findet, je nachdem, was es für ein Film ist. Aber das macht richtig viel Spaß. Aber ist das so, dass die Menschen, die Paper dazu schreiben, haben die denn zum Beispiel Filmdesign studiert? Oder anderes? Oder sind die auch aus Randgebieten? Also die Paper von den Leuten, die Filmdesign und so studiert haben, die lese ich nicht. Naja, also es gibt ja ganz viele, die sich damit auseinandersetzen, ja. Wie wurde Zeit in Tenet dargestellt oder wie wird eine zukünftige Landschaft dargestellt oder sowas. Das interessiert mich ja alles gar nicht so sehr. Mich interessieren die nerdigen WissenschaftlerInnen, die in ihrem Fachgebiet einen Film benutzen, um
Teil aus ihrem Fachgebiet darzustellen. Also Virologen, die auf Outbreak rekurrieren, um das Verhalten in Pandemien darzustellen. Oder ÖkologInnen, die auf Grand Theft Auto rekurrieren, um zu zeigen, wie da Klimawandel dargestellt wird oder so. Also das sind ja auch tatsächlich die Themen, die wir diskutieren. Dieses ganze Filmdesign, Sounddesign-Zeug, das streifen wir ja ab und zu eher mal zufällig. Es geht ja eigentlich immer, und da würde ich mich jetzt auch so als Mediendidaktiker viel mehr zu Hause fühlen, immer darum, wie kann ein Medium genutzt werden, um eine Nachricht auch in die Gesellschaft zu transportieren. Und da würde ich sagen, da gehen ja die Hauptdiskussionen dazu. Und da würde ich sagen, da sind wir als Psychologin und als Mediendidaktik auch ganz gut für aufgestellt. Also jetzt auch formal. Und das finde ich total spannend, wie viele Leute da tatsächlich eben dann auch in Fantasy- und Science-Fiction-Filme reingucken. Ja, ich glaube, perfekter hätte die Überleitung dazu nicht sein können, weil das ist ja tatsächlich das, was am Ende ja die Einarbeitung in das neue Thema immer bedeutet, nämlich, dass wir ja unseren eigenen Fokus mitbringen. Also wir gehen ja mit unserer Brille in diese Themen rein, und deswegen habe ich immer das Gefühl, dass das zwar teilweise schon unbekannte Gefilde sind, aber wir ja, wenn jetzt in der Bildsprache bleibt, wir ja schon irgendwie unseren eigenen Rucksack dabei haben mit unseren Themen und das nur da weiter reinfüllen und dann quasi einmal kräftig schütteln und gucken, was bei rumkommt. Und das finde ich, das ist das Spannendste. Und deswegen finde ich das auch super, super interessant, immer wieder in so neue Themenbereiche reinzugucken, weil man ja einfach diese ganz persönliche Brille mitbringt und auf einmal Dinge ganz anders sieht als andere. Und wenn dann diese Diskussionen entstehen, wie jeder mit seiner persönlichen Brille da drauf guckt, dann dürfen wir alle ganz viel voneinander lernen. Ja, und ich glaube, das Spannende ist ja auch, also dass die persönliche Brille erlaubt ist oder was zu tun hat damit. Also wenn man Menschen sagt, also ich mache einen Film über mache einen Kurs über Science-Fiction-Filme oder Fantasy-Filme oder Computerspiele oder so, dann hat ja jeder erstmal das Gefühl, ja komm, das ist irgend so ein Schnickschnack. Na, das sind irgendwelche Nerds, die mal so über ihr Hobby reden. Und ich glaube, das geht auch ganz vielen so, die den Kurs erstmal wählen. Die denken, oh, ja, das ist irgendwie lustiger Schnickschnack. Und dann aber festzustellen, was hat denn das mit meinem Medizinstudium zu tun oder mit meinem Psychologiestudium oder mit meinem Studium der Wirtschaftswissenschaften oder you name it. Und zu merken, naja, ich studiere ja nicht in einem losgelösten Raum und mein Studium ist ja nicht irgendwie eine super spezielle Disziplin, sondern die ist Teil der Gesellschaft und damit ist sie Teil der Zukunft und sie ist Teil der Fantasie und es ist auch was in Computerspielen irgendwo dargestellt wird. Oder eben, wodurch Leute, die nicht in meinem Fach sind und so ein Spiel spielen, eine Sicht auf mein Fach bekommen. Und das ist gut, die eben aus deren Augen auch zu reflektieren. Ich glaube, das macht es so spannend. Also quasi die Brille nochmal wieder klarzustellen irgendwie, um in dem Bild zu bleiben. Ja. Und jetzt ist ja irgendwie, hat uns dieses Jahr, das hört sich schon so an, als würden wir die Weihnachtsfolge aufnehmen. Aber dieses Jahr. Das ist ja schon Weihnachten. Ja, dieses Jahr hat uns ja so der Mut irgendwie total begleitet in verschiedenen Aspekten. Und ich glaube, dass das auch was mit Mut zu tun hat. Ich glaube, dass das was mit Mut zu tun hat, sich so ein bisschen aus seinem eigenen Gefilde zu lösen, die Brille zurechtzurücken und einfach mal links und rechts zu gucken und andere Sachen zuzulassen und dann das auch einfach mal geschehen zu lassen. Absolut, ja. Und also zum Glück hat uns Mut bei, ich hoffe, der begleitet uns nächstes Jahr weiter. Ja, ich hoffe, das war hoffe jetzt eine einjährige Geschichte und nächstes Jahr ist es Verzweiflung oder so. ja, ich würde sagen, das ist sowohl was ganz viel mit Didaktik zu tun hat, ja, raus aus der Komfortzone, Mut. Und für mich wäre es komplett Studium Fundamentale. Also das wäre für mich so einer der gut beschreibenden Begriffe für genau so ein Studium Fundamentale. Und ich würde sagen, es ist eben ja auch für die Studierenden, wenn sie es gut machen, machen sie es mutig. Dann wählen sie da Kurse, die jetzt nicht stromlinienförmig karriereentscheidend sind oder gut zum Studium passen, sondern
die diesen vielgebrauchten Blick über den Tellerrand tatsächlich ermöglichen. Also raus aus der Komfortzone und sich selbst irgendwie nochmal in einem neuen Thema erleben, mit dem man vielleicht nicht gedacht hätte, dass man was damit zu tun hat. Ja, jetzt ist ja so ein bisschen immer das Bestreben danach, dass es ja so geradlinig aussieht und dass man nur Sachen macht, die, ja, die irgendwie offensichtlich zu dem passen, was man vorhat. Beziehungsweise ist es vielleicht gar nicht das persönliche Bestreben, sondern eher das, was so, was einem die Gesellschaft aufdrückt. Und dann, denke ich, ist es ja auch eine Form von Mut, sich da so ein bisschen aufzulegen und zu sagen, nee, ich mache aber das, wo ich denke, das sind vielleicht Themen, da lerne ich mehr bei oder da lerne ich auch vor allem die Kompetenz, über diesen Tellerrand zu schauen. Und das finde ich ja, also das finde ich spannend. Und ich finde auch, dass es ja am Ende auch so ein bisschen Mut auf der Seite der Lehrenden, also in dem Fall jetzt wir beide, bedeutet, auch dafür einzustehen und zu sagen, nee, ich bin nicht unbedingt die Person, die jetzt hier einen Kurs über wie macht man Filme anbieten kann, aber ich bin schon die Person, die ja aus einer didaktischen Perspektive auf sowas draufschaut und einfach auch für seine eigenen Kompetenzen einzustehen und die so abzustecken und sich dann in was anderes einzuarbeiten, das bedarf ja schon auch ein bisschen Mut. Absolut. Also ich für mich persönlich, aber auch weil es eben nicht mein Fach ist, dieses wie macht man Filme auch gar nicht so ganz spannend. Für mich wäre halt das Warum spannend. Warum macht man Filme und warum sieht man Filme? Ich glaube, das können wir. Und also die Stromlinienförmigkeit, also wie sinnig die Stromlinienförmigkeit in der Ausbildung und Karriere ist, das kannst du im Zweifel besser beurteilen als ich mit Personalentwicklung und Co. Ich kann es ja immer nur, und das ist ja dann auch mal biografisch, also wonach gucke ich? Also wenn jetzt alle irgendwie das Gleiche studiert haben und ich kann nur noch gucken, wer es schneller oder besser studiert hat, wenn ich Menschen einstelle, das finde ich gar nicht so spannend. Also mich würde ja immer interessieren, was bringen die zusätzlich zu dem noch mit, was sie denn da studiert haben und damit eben auch, was für eine Breite bringen die irgendwo mit und nicht einfach nur, was für eine Tiefe. Ich glaube, das Spannende ist schon quasi eine Stringenz darin zu haben, was man aus den einzelnen Stationen für die zukünftige Station mitgenommen hat, ne? Also das können aber ja ganz unterschiedliche Sachen sein und das können auch Sachen sein, die ich vielleicht in dem Moment nicht erwarten würde. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel an seine Nebenjobs denkt, die man vielleicht während der Schulzeit hatte, ne? Was hattest du denn für einen Nebenjob? Ich habe an der Kasse gearbeitet, im Supermarkt. Richtig. Genau, das habe ich ganz lange gemacht und dann habe ich so klassische Dorf-Nebenjobs gehabt. Babysitten bei den Nachbarskindern. Kartoffelernten oder sowas. Nee. Da, wo man die Leute kennt und die, wo man Jugendliche auf die kleinen Kinder loslässt. Ja, ja genau, das habe ich gemacht. Und Nachhilfe habe ich gegeben. Oh. In Mathe. Oh. Ja. Und da kann man dann schon. Kein Wunder, dass ich die eingestellt habe. Da kann man dann schon, kann man viel dann auch ableiten. Und das ist, glaube ich, ja das Entscheidende. Wenn man selber auch das für sich differenzieren kann, was nehme ich jetzt hier mit und was habe ich für mich daraus gelernt. Und das ist ja dann auch was man irgendwie lernt, wenn man sich in neue Themenfelder arbeitet. Und das bildet ja am allerbesten eigentlich das Leben ab, oder? Also ist das nicht eigentlich unser Leben, dass wir immer wieder. Also im Moment ist es meins, weil ich muss mich in Handwerksthemen einarbeiten. Aber ich glaube, es ist unser Leben, oder? Dass wir immer mit was konfrontiert sind, wo man auch erstmal gucken muss, wie man damit umgeht. Ja, ich würde auch sagen, also darauf kommt es eigentlich an. Und ich würde auch mal sagen, das ist auch eigentlich das, worauf ein Studium auch vorbereitet. Also deshalb würde ich auch mal sagen, kommt oft gar nicht darauf an, was man studiert hat, sondern schon mal, dass man studiert hat und dass man in der Lage ist, sich Themenbereiche anzueignen. Also diese Vorstellung, dass was auch immer für eine Ausbildung ausreichend sein könnte, um einen auf irgendeinen Beruf für den Rest seines Lebens vorzubereiten, ist ja auch eine wahnsinnige. Im Endeffekt geht es ja darum, genau auf dieses sich immer neu einzuarbeiten, sich immer wieder was Neues zu erschließen, vorzubereiten. Und dafür brauchst du Werkzeuge, aber auch ein Mindset. Ja, und auch so ein bisschen das
Verständnis dafür, dass das auch schmerzhaft mal sein kann. Ja. Und dass man auch Fehler macht, ne? Also auch so eine Form von Fehlerkultur irgendwie zu lernen und auch sich bewusst zu sein, dass man manche Dinge eben nicht weiß und sich die eben erst aneignen muss. Und ich finde ja ganz oft auch, es ist jetzt eher bezogen auf handwerkliche Themen, aber das gilt in der Lehre eigentlich genauso, dass man auf einmal eine ganz andere Wahrnehmung von diesen Themenfeldern hat. Also zum Beispiel in dem Gaming-Kurs fand ich das ganz, ganz krass, dann zu erleben, wie tief teilweise die Studierenden eingestiegen sind, über was diskutiert wurde, wie, mit welchem Herzblut die dabei waren. Und für mich war das, also ich konnte mir nie vorstellen, wie man sich dann so ewig in einem Discord-Channel über irgendwas unterhält oder so. Und als ich das aber dann mal so richtig live mitgekriegt habe und auch gemerkt habe, was teilweise da so hintersteckt oder über was diskutiert wird, dann entwickelt man ja schon ein anderes Verständnis dafür und auch einen anderen Respekt, finde ich. Ja. Und das ist ja, also so eine, wir hatten, glaube ich, schon mal irgendwann darüber gesprochen, dass man ja auch so eine Form von Ehrfurcht irgendwie dann entwickelt vor Tätigkeiten oder so, bei denen man vorgeführt wird, weil man sie nicht direkt kann. Und dann hat man auch vor anderen Themengebieten einfach mehr Respekt vielleicht. Ja, ich glaube, das ist eine neue Form der Wertschätzung und das war ja ganz spannend. Wir haben ja auch Menschen drin gehabt, die jetzt nicht zwingend Gamer waren, um jetzt aber bei dem Kurs zu bleiben, ne? Also die so eigene erste Erfahrung und vor allem dann viel Diskussionen hatten, die dann, also das fand ich so spannend, im Abschlussgespräch ja oft ein anderes Verständnis zum Beispiel für ihre kleinen Brüder, die viel am Zocken sind oder sonst irgendwas hatten und das auch zum Ausdruck gebracht haben. Also würde ich sagen, es ist ganz ähnlich, wie du es gerade gesagt hast. Also man kriegt eine neue Perspektive mit und man schätzt Sachen, die man vielleicht vorher als Zeitverschwendung und blöd abgetan hat, auch dann nochmal anders ein. Und das hört sich so an, als wäre das eine neue Erkenntnis, aber das wissen wir ja eigentlich schon ganz lange. Genauso wie wir irgendwie wissen, dass dass man mal als Chef vielleicht auch nochmal ein Praktikum machen sollte in einem anderen Betrieb, um sich quasi nochmal in so eine neue Situation zu begeben oder so. Ist angekommen. ich musste gerade hier, es gab doch mal so eine Sendung dazu, ne? Undercover Boss. Jo, genau. Ja. Ja. Das ist schon, vielleicht müssten wir mal so Undercover-StudentInnen sein. Ja, das wäre gut. Das wäre ganz cool, oder? Vielleicht könnte das Präsidium sich mal untermischen. Du willst die Maske machen? Genau. Ja. Also das finde ich wirklich, also ich glaube, es ist wirklich eine richtig schlaue, dumme Idee, sich in neue Sachen einzuarbeiten. Und ich habe da ja wirklich am Anfang, das kann man auch mal ganz offen so sagen, ne? Es ist jetzt heute, es geht auf den Herbst zu, wir können jetzt mal ein paar Geständnisse auch machen. Ich hatte schon am Anfang auch ein bisschen damit zu knabbern, wenn du immer mit deinen dummen Ideen um die Ecke gekommen bist. Ich musste damit erst warm werden. Okay, ich schäme mich ein bisschen, ja. Also jetzt schon positiv. Ich glaube schon, dass es für mich auch gut war. Aber es erfordert schon, Mut. Also du meinst, Arbeit. Der neulich besprochene OnlyFans-Account wäre jetzt die nächste Hürde. Also ich sag mal so, jetzt ist auch alles egal. Okay. Jetzt ist, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, das ist jetzt okay. OnlyFans ist in Ordnung jetzt. Ja, alles klar. Also das ist schon mal der Spoiler. Also das wird noch kommen. Also mit anderem Content als alle anderen da machen. Keine Angst. Aber das scheint der neue Bereich zu sein. Ja, also das, aber ich finde, das ist schon was viele von uns noch ein bisschen auch so in ihrem Alltag mitnehmen dürfen. Also nicht OnlyFans, sondern zu lernen, sich auch mal auf neue Sachen einzulassen. Ja. Also das ist die dringende Empfehlung für diesen Herbst. Ja, Herbst-Bucketlist quasi. Einfach mal raus, einfach mal Sachen erarbeiten, sich reinleben.
die einem vielleicht gar nicht so ganz nahe sind, die einem vollkommen neue Perspektiven eröffnen können, eventuell Sachen, die eure Kinder interessieren oder eure Eltern oder Freundinnen und Freunde, also dann schlagt ihr gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, ja, mal andere Perspektive mit einnehmen und sich einfach mal drauf einlassen. Ja. Ja, ist ja jetzt Herbst, ist eine mega Zeit für sowas. Würde ich auch sagen. Ja. Ich würde sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ja. Es gibt ja nie einen, deswegen ja, ist er also, jetzt. Dann, genau. Ja, nee, das finde ich gut. Können wir jetzt eigentlich jedes Mal sonst so machen. Ja. Machen wir jedes Mal so eine Empfehlung. Ja, genau. Wir brauchen ja noch einen Signature-Move hier. Ja, genau, das ist quasi Hausaufgaben. Hausaufgabe bis nächste Woche. Ja, probiert mal was Neues aus und schreibt uns in die Kommentare, was es war und wie eure Erfahrung ist und wie großartig das war. Ist jetzt kein Spaß, ist eine Hausaufgabe. Ja, also nicht wieder die Kommentarspalte leer lassen, sondern richtig mal schön reinschreiben. Ich habe Kürbisse geschnitzt oder keine Ahnung. Ja. Du, also weil die Zeit ja hier so verrinnt, du hattest ja noch eine Frage letzte Woche, ne? Ja, da habe ich heute Morgen drüber nachgedacht, was meine Frage war. Ich habe sie leider natürlich vergessen, weil ich sie mir nicht auf Stift und Papier aufgeschrieben habe. Mit okay. Stift auf Papier. So. Ja, das ist blöd. Ja. Ja, also jetzt, ich könnte dich jetzt natürlich fragen, wo arbeiten wir uns im Herbst ein, aber wir haben ja noch quasi eine Aufgabe. Wir haben eine große. Ja, wir müssen noch Fantasy-Filme in rauen Massen gucken und ich habe zum Glück einige über LinkedIn empfohlen gekriegt, die, wo ich jetzt mal dringend mal gucken muss. Und dann will ich ja, dass wir dann bald auch noch den Paper-and-Pen-Kurs machen. Das heißt, muss jetzt auch den Herbst nutzen, um jetzt schon mal Dungeons and Dragons oder Shadowrun und Ähnliches zu spielen. Da muss ich mich sehr intensiv einarbeiten. Vielleicht ist das auf meiner Herbst-Bucketlist. Das kann ich erzählen. Vielleicht machen wir das zusammen. Robin hat mir ja geschrieben, Drama Games, hatten wir kurz drüber gesprochen. Das ist ja quasi wie so Mini-Live-Rollenspiel und so, ist jetzt bald eine ganze Woche. Da könnten wir zusammen hinfahren. Und das mal, das ist mega. Das ist quasi wie Theater ohne Zuschauer. Alle müssen mitspielen. Oh, geil. Ich wusste, dass dich, das machen wir. Fahren wir zusammen mal hin am Wochenende. Und oh ja, das finde ich gut. Ja. Das ist, glaube ich, auch eine richtig dumme Idee. Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist eine von diesen Ideen, die sich am Anfang richtig gut anhören. Und wenn man dann da sitzt und alle so voll in Game und in ihrer Rolle sind und man selbst all seinen eigenen Defizite und Fremdscham und Scham spürt, wo man merkt, es war doch nicht so eine gute Idee, wie du vorher dachtest, ja. Aber das machen wir. Wir werden berichten. Ja. Gut. Hast du noch so finale Abschluss-Signature-Words? So wie Keywords am Ende von einem Paper. Ja. Ja, Mut. Meins ist heute Mut. Ich bin heute mutig. Ja, das ist gut. Ja. Das nehmen wir mit. Dann danken wir euch, dass ihr mit dabei wart. Schönen Tag. Oh, schönen Tag auch. Und bis nächste Woche. Wir freuen uns. Tschüss.